You need to know that I'm a So, Leute, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Need for Speed Payback und einem neuen Tuning-Video. Ja, ich habe ja vor, nach und nach immer mal alle Autos, die wir noch nicht gefahren haben oder getuned haben, im Let's Play uns ja so einzeln mal anzuschauen. Und heute ist was aus Japan dran, nämlich der Honda Civic Type R oder der Civic Type R. Und ja, ist nicht das aktuellste Modell, was wir in dem Spiel hier haben, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es noch das aktuellste. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Hat ein Kumpel von mir auch, super, super geiles Auto, insbesondere Kurvenlage und allem drum und dran. Hat Honda wirklich echt Brett auf die Beine gestellt und ich mag den kleinen aus. Ich muss sagen, ich finde das Auto optisch doch echt sexy. Es gibt viele, die mit den Proportionen nicht ganz so klarkommen und viele Sachen dann ja am Bemäkeln sind, so doch ich, aber ich muss sagen, die aktuellen Type R-Generationen finde ich sehr, sehr geil. Den neuen noch ein bisschen geiler, da finde ich nämlich die Front ein bisschen schöner gelungen als hier. Obwohl da das Heck da nicht ganz so geil ist, aber ja gut. Eine Mischung aus dem neuen und dem hier wäre für mich, glaube ich, der optimale Type R momentan. Henning technisch aber so geil und das trotz Frontantrieb. Und wir werden heute mal gucken, was wir sehen schön. Kfz hier tunen können, indem wir ja, den jetzt mal zu unserem wunderschönen Hauptquartier ballern und dort dann mal gucken, ja, was sich denn so karosserietechnisch an dem Ding oder optiktechnisch so daran machen lässt und natürlich auch wieder am Ende mit Luftfahrwerk dasteht. Natürlich auch ein wichtiger Punkt. Luftfahrwerk, liebe Leute, ist ein wichtiger Punkt, weil ich kenne, ehrlich gesagt, aus der Generation keinen Type R, der wirklich auf den Boden geslampt ist. Also ich kenne keinen auf... Die ganzen Amis kenne ich keinen von, die das Ding wirklich auf den Boden geschmissen haben. Also da fällt mir keiner ein. Und ich habe auch keine Bilder gesehen. Wenn dem so aber sein sollte, dann verlinkt mich da gerne mal auf Bildern auf Instagram oder schickt mir mal auf Twitter zu. Falls es wirklich jemanden gibt, der das Ding auf Luft gelegt hat. Wenn ja, wirklich, will ich das gerne mal sehen. Weil ich gerne mal wissen würde, wie das so aussieht. Obwohl das Ding hier natürlich eigentlich ein Auto ist, was man wirklich auf Performance aufbauen sollte. Weil der Zweck einfach dafür da ist. Der Wagen fährt sich einfach serienmäßig schon sehr, sehr geil. Also ist an sich eigentlich eine gute Idee, dieses Konzept vom Hersteller weiter auszubauen. Sagte Lukas und hat sein S3 auf den Boden gelegt. Ja, das ist vielleicht richtig, aber wir spielen jetzt ja auch Need for Speed. Es geht jetzt nicht um die Realität. Man muss ja nicht immer in die Wunde sticheln, finde ich. Das ist unfair. Und ja, Hüschlein würde ich auch einen Type R auf den Boden legen. Ich glaube, Hüschlein würde ich sagen, scheiß drauf, Luftfahrwerk rein. Wenn es da was für gäbe, aber ich glaube, für die aktuellen beiden Generationen gibt es nichts. Also, beziehungsweise habe ich mich auch noch nie informiert, weil auch bisher noch nie in den Kopf gekommen ist, einen Type R zu kaufen, aber. So, jetzt sind wir wieder im Spiel. Ich habe gerade momentan ein bisschen zu kämpfen mit Origin, weil er mir nonstop eine Fehlermeldung zu Battlefield 5 um die Ohren ballert. Wieso auch immer er das tut, würde ich gerne wissen. Also Battlefield 5, irgendwas wegen Aktivierung und sowas. Das Ding habe ich ja ganz normal bei Origin gekauft. Und er schmeißt mir manchmal immer so ein komisches Suchfenster vor die Nase, was keine Ahnung, woher das kommt. Und was der Grund dafür ist, ich hoffe, es passiert jetzt einfach nicht nochmal, sonst kriege ich ja einen leichten Wutanfall. So. Einmal wunderschön hier runterdriften, weil wir spielen nicht was wie Payback. Natürlich kann man auch im Frontantrieb wunderschön querfahren. Ich sag mal so, es geht zum Teil auch hier mit. Wir haben es letztes Jahr im Winter ausprobiert. Wie gesagt, Kumpel hat das Ding ja. Und da gibt es ein paar Sammetini in der Gegend. Und da konntest du halt ausprobieren, dass das Ding, wenn es halt ein bisschen rutschiger ist, auch zum Querrutschen gebracht ist. Also konntest du ihn relativ... Street Racer sollte ich mich vielleicht besser noch nicht anlegen. Der ist tough. Nee, ist er nicht. Konntest du relativ gut kontrolliert querhalten. Was natürlich klar wegen der Glätte und so allem mitkommt und mit Handbremse und pipapo. Aber es hat sich halt irgendwie nicht so angefühlt, als wenn man im Vorderantrieb kissen. Also es hat sich ganz komisch angefühlt. Also wie gesagt, eben so, als wäre der Antrieb hinten, was er ja natürlich nicht ist. Aber wie gesagt, es hat sich so angefühlt. Dementsprechend. Und ja, diesen Sommer bin ich ja dann Gamescom, ich habe mitgefahren bei Michel, der hatte ja den neuen Type R als Testwagen da. Und ja, das Ding ist halt nochmal eine Schippe oben drauf. Und wie gesagt, das Teil hier an sich ist schon extremst aus meiner Sicht sexy, muss man sagen. So. Und wir schauen mal, was wir so draus zaubern können. Natürlich erstmal Tiefe muss natürlich sein. Das Ding muss erstmal ein bisschen runter. Ist schon mal gar nicht so verkehrt, würde ich behaupten. Damit kann man schon arbeiten, oder? Ja, das ist schon mal... Natürlich jetzt... Fitment ist jetzt absolut scheiße, aber... Na gut, wir arbeiten mit. Wir gucken mal, was geht. So, Scheiben gehen ein bisschen dunkler. Ich muss sagen, ich mag die Sitze aus der Generation lieber als bei neueren, weil die neueren sind weicher geworden, weil der Wagen eine größere Kundschaft ansprechen soll. Dementsprechend bla, keine Schalen mehr, pipapo. Die Sitze hier drin sind wirklich brutal geil, muss man wirklich sagen. Deswegen machen wir auch nicht zu dunkel, weil rote Sitze im Type R darf man ruhig sehen, finde ich. So, was haben wir denn für Hauben hier? Wir haben einmal eben die normale, ganz clean. Dann haben wir, ja, so einen normalen Einlass. Das hier, was ich sogar irgendwie bei der Kiste passend finde. Und die finde ich aber irgendwie unpassend. Ich mache mal die hier. Ich finde, die irgendwie hat die was. Irgendwie passt die zu der Kiste. So, Scheinwerfer können wir natürlich wie gewohnt auch folieren. Wir machen sie einfach mal dunkel. Ist erstmal der erste Schritt, vielleicht zum Design her passe ich die Dinger noch in andere Farbe an, aber dunkel geht auf jeden Fall immer. So.
Stoßstange ist mit der Spoilerlippe nicht kompatibel. Ach krass, man kann die Original-Type-R-Lippe abmachen. What the fuck ist das denn? Das ist ja geil. Okay, dann wollen wir mal gucken, was jetzt die anderen Sachen... Warte, wir können jetzt mal gucken, was die anderen Lippen sind. Okay, die bauen alle an die Originale an. Ja, die gehen an der Original dran und die beiden hier hinten, die sind an die Stoßstangen. Okay, alter Verwalter. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also die Stoßstange finde ich ganz okay, die ist aber irgendwie ein bisschen zu harmlos. Es reicht, weil sie eigentlich fast nur die Nebel entfernen und ein bisschen... Die wird eigentlich sogar echt harmlos, aber weniger Einlässe. Aber die ist schon... Boah. Die ist schon geil. Alter Verwalter kriegt eine böse Fresse damit. Junge, 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 das ist ja mal... Man sieht einen schönen Ladeluftkühler dahinter. Doch, den nehmen wir. Die sehen ja mal richtig geil aus. Das gefällt mir echt gut. So. Okay, jetzt gehen natürlich die Originalschwerter hier unten nicht mehr. Aber wir haben andere Schwerter, die jetzt funktionieren. Weil ihr seht, wir kriegen nochmal so eine Carbonlippe dran. Und daran nochmal eine Lippe, weil wir wissen, das ist besser. Wir wissen alle, das ist besser. Dementsprechend freuen wir uns darüber natürlich auch. Wir nehmen mal die hier. Eieiei, Alter, ey, das Ding kannst du danach auf den Renntrack stecken, ja, auf die Rennstrecke. Man kann auch einfach deutsche Wörter nutzen, die gibt's auch. Auf die Rennstrecke schicken, ey, das Ding ist gerade total Traktor, also eher so ein bisschen Touring-Car, was wir machen, neu. Okay, wir können einmal die originalen Einlässe oben ändern, gegen die hier. Da finde ich original, aber sogar schicker designt, weil sie ein bisschen mehr zur Form passen. Und dann, liebe Leute, können wir die Karre nochmal ein bisschen breiter machen. Aber dann gibt es nicht nochmal eine Version, wo wir breiter haben und die anderen Einlässe. Das wäre schon wieder so eine Möglichkeit gewesen, noch ein weiteres Teil reinzubringen. Aber naja, ich meine ja nur. Aber das Schöne ist, das muss man ja sagen, es passt ja relativ gut, weil du original ja schon so eine Kurflügellinie hast. Also du hast ja einmal den Kurflügel und dann geht ja nochmal so eine Linie raus. Und die verbreitest du einfach nur. Auch wenn es zur Tür hin wieder schmaler wird, das finde ich gar nicht mal so geil, weil ihr seht, dadurch sieht man den Reifen mehr. An sich hat er da auch solche Lufteinlässe, also auch schon ähnlich designt, aber da hätte ich ihn bisschen breiter unten gelassen, weil so sieht man den Reifen für dich hinten zu viel. Aber wir packen es trotzdem mal dran, weil breiter ist besser, liebe Leute. Ja, okay, bei den Spiegeln werden wir Originale bleiben. Da gibt es leider keine... sind das Carbon? Ne, die Originalen sind nicht Carbon, oder? Ist das Carbon? Ich glaube nicht. Carbon wäre ganz cool gewesen. Haben wir leider nicht. Da bleiben wir gerne bei den Originalen. Da gefallen mir die anderen jetzt alle nicht so sehr. So, wir können die Seitenschwelle einmal in lackiert machen. So, sorry für den erneuten Cut. Ich habe jetzt Battlefield einfach deinstalliert. Zack, sind wir einfach konsequent. So, wir haben auf jeden Fall nochmal Carbon-Einlass hier unten. Und das hier. Ich überlege gerade, welchen wir machen. Ich finde dieses Carbon-Brett eigentlich ziemlich geil. Deswegen werden wir da uns für entscheiden. So, Kurflügel hinten. Da müsste es ja theoretisch dann auch wieder eine breite Version geben. Okay, es gibt eine mit Einlass. Die haben sie auch beim GTI und so. Ich finde diese Einlässe irgendwie pottenhässlich. Alter, Verwalter, ey. Das ist ja... Ey, du kannst den Type-R hier im Spiel ja so assig breit machen. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Guck dir das mal an. Junge, 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 Junge. Das ist schon ein gutes Stück. Aber weil es ein gutes Stück ist, machen wir das natürlich, ne? So, Rückleuchten wird es, denke ich mal, in dunkel und nicht so dunkel geben. Dann machen wir sie mal nicht so dunkel. So. Heckstoßstange. So, gucken wir mal. Wir haben... Okay, wer wird erstmal wird es in Carbon gemacht. Finde ich gut. Und der untere Teil wird verbreitert und wird eben an die breiten Kurflügel angepasst. Das, was ich mir ja vorhin an den Kurflügel auch gewünscht hätte, dass sie da eh nicht so auch verlaufen. Aber deswegen machen wir das zumindest hinten, wenn es hinten geht. So, Diffuser bin ich jetzt gespannt. Wir haben ja serienmäßig, hat der Type R schon fähig einen ganz schicken Diffuser. Alter, Alter. Jetzt überlege ich nur, ob ich das mache. Ich finde den Diffuser hier geil, weil er relativ brutal designt ist, weil er relativ krasse Kanten hat. Der ist hier auch schick. Das Problem ist, ich mag diese rote Ziellinie, ich mag diese, ich sag mal, Formel-1-Style-Nebelschlussleuchte unten und die beiden Reflektoren links, rechts. Die wirken, geben dem ganzen Diffuser halt super viel Optik. Dann hat er auch noch Dickette drin, also der ist relativ mit vielen Details versehen, was super sexy ist. Und das haben die beiden halt nicht, die sind sehr detailarm. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir in dem Fall sogar mal beim Originalteil, weil da hat Honda schon gute Arbeit geleistet. So, momentan haben wir eine Duplex mit 4 Rohren. Wir machen, ich würde am liebsten 2 Fette drunter haben. Ah, sehr gut. Mein Gebet wurde erhört. Ich dachte, die gibt es jetzt nicht. Aber es ist immer bei Autos unterschiedlich, aber die gibt es Gott sei Dank. Glück gehabt. So, Kennzeichen. Da wird natürlich wieder hier, wie sich's gehört. Einmal, ja. Natürlich der richtige Name drauf. So. Einmal akzeptieren das Ganze. So. Kennzeichen machen wir jetzt mal keinen Halter drumherum. So, Heckstoßstange haben wir. Wir können noch einen Spoiler ändern. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Originale ist ja schon wuchtig. Oh, okay. Wir können den Ducktail ändern. Das ist interessant. Passt aber zur Heckform, finde ich überhaupt nicht. Ich finde auch zum Beispiel die normalen Civics finde ich nicht geil. Ich finde, denen fehlt halt wirklich dieser Spoiler, weil du merkst einfach, dass die ganze Karosse darauf... Eieiei, nein, nein. Auch nicht. Okay, ich merke schon, Honda hat bei der Heckpartie ziemlich viel richtig gemacht. Selbst Need for Speed weiß keine Alternativen, die schön aussehen. Dann bleiben wir auch beim Original-Spoiler, weil die anderen beiden gefallen mir nämlich auch überhaupt gar nicht. Nada niente.
Was wir jetzt aber noch machen. Alter, das Schwert vorne ist schon assig, ne? Eigentlich müssten wir ein bisschen weniger assig machen. Aber es gibt nicht wenig. Doch, es gibt ein bisschen weniger assig. Das ist gut. So zweigeteilt, das nehmen wir eher. Aber das andere ist zu viel. Das ist echt zu viel. So, jetzt brauchen wir natürlich noch schöne Felgen. Ich werde höchstens wieder die neue, einen der neuen Dreiteiler nehmen, weil die mir einfach alle. Alter, der schießt dann Felgen drauf. Ey, die sind ja riesig. Einen der neuen Dreiteiler nehmen, weil mir die optisch echt gut zusagen. Oder sowas. Cosmos Felgen auf dem Type R könnte man natürlich auch fahren, ne? Ich guck noch mal kurz ein bisschen durch, aber ich glaube, die Cosmos werden schon werden, weil die gehen so 50-50, gehen so ein bisschen in T37-Richtung. Das sieht einfach auf den Japaner. Es geht halt immer. Das ist halt einfach ein Punkt. Du machst damit nichts falsch. Ja, aber sonst sagt mir hier auch nichts zu. Nee. Oder Workfare. Können wir natürlich auch Workmeister als Einzel so. Aber Alter, so viel Bett wäre natürlich jetzt auch noch geil. Ist recht mit der Tiefe, ne? So Deep Dish draufballern. Oder hier die. Oder die drauf. Ja, komm, machen wir die drauf. Scheiß drauf. Workmeister S1 gehen immer. Müssten die S1 sein, ne? Die gehen halt echt immer. Die müssen wir draufzimmern. Weil die Sache ist halt, wir haben jetzt diese breiten Kurvflüge. Und das wirkt halt einfach jetzt noch viel geiler, wenn wir auch dann eben eine Deep Dish Felge drin haben, die wirklich tief sitzt. Und dann nicht eben diesen breiten Look überhaupt noch unterstreicht. So, Felgenfarbe und so passen wir gleich an, weil ich will ja erstmal gleich mal nach dem Design schauen. Ich noch gar nicht weiß, was er drauf packt. Ich habe echt noch keine Ahnung. Ich mag den eigentlich clean so. Reifen können wir schon mal machen. Komm, machen wir schon Need for Speed Reifen. Das können wir machen. Bremssätze brauchen wir nicht ändern. Wir haben schöne Brembos drauf. Da können wir mit arbeiten. Das geht schon. So, und jetzt schauen wir mal, was die Community so designt hat. Weil das ist natürlich jetzt ein wichtiger Punkt, ne? Was wir jetzt für ein schönes Design hier auf unseren Type R ballern. Ich bin auch am überlegen, ob schlicht oder krass. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein WTCC-Design. Das wird natürlich jetzt zu diesem Bodykit ultra gut passen. Aber natürlich nie mehr zu unseren Felgen, weil wir ja natürlich hier voll auf Style-Optik gegangen sind. Und nicht auf Motorsport-Optik. Motorsport-Optik. Oh, Eastside, das haben wir ja auch. Geht natürlich auch. Obwohl, nee, geht nach Mac überhaupt nicht. Ah, geil, dann hier das schöne Design aus. Das wäre natürlich geil, ne? Schön das Design aus Underground 1. Von, oh, wie hieß das? Samantha? Ich glaube, Samantha hieß es, ne? Aus Underground 1. Sie hatte ja diesen Kitty S2000. Super geil. Das wäre echt eine Idee. Ich glaube, hätte ich echt Bock drauf sogar, dass wir das machen. Spoon haben wir natürlich auch noch ein paar. Ach komm, machen wir. Wir machen das einfach. Komm, scheiß drauf. Machen wir Underground 1 Vibes hier. Machen wir so. So, da müssen wir ein bisschen was ändern, müssen wir, weil wir haben natürlich keine HR-Felgen. Wir haben. Die Felgenname mag mir gerade nicht ein. Scheiße hier. Work-Felgen haben wir, genau, Work. So, wir müssen die Farbe auch noch ändern. Ja, das passt natürlich jetzt nicht. Ich überlege gerade, was für eine Farbe wir machen. Helles Blau könnten wir machen. Wir könnten auch. Ich glaube, wir werden einfach einen Grauton nehmen. Boah, oder das wäre auch böse. Warte, ich mach das mal kurz drauf. Und Bett machen wir schön chrom. Warte, jetzt haben wir eigentlich blau Bremssättel? Ich überlege gerade. Warte mal kurz. Haben wir, ne? Ja, von Endless. Ja, das passt besser. Wir machen die blauen und doch blaue Bremssättel jetzt drauf. Eieiei, was mache ich aus dem Type R? Ich hätte auch echt voll Bock drauf. Ich finde da die Kiste von der aus. Wie heißt die Samantha? Wie hieß die denn nochmal? Aus Underground 1 finde ich halt saugeil. Oder wir machen gebürstete Betten. Ich bin mit dem Chrom nämlich nicht ganz so einig gerade. Dann machen wir mal Seidenmatt-Betten. Ja, das gefällt mir schon besser. Das glänzt nicht zu viel. Ei, finde ich aber geil. So, wir müssen mal kurz nochmal an die Sticker dran. Weil auf der Windschutzscheibe haben wir H und R liegen. Da machen wir einfach einen schönen Windschutzscheibenbanner noch drauf. Wo ist denn der jetzt? Suchen gerade. Wo ist denn der jetzt gerade am rumfliegen? Da ist er. So, wir machen ein bisschen größer. Und dann machen wir ein schönes Logo drauf, was ich nämlich schon weiß. So, und hier. Zero 5. Also, wo ist es denn da alles? Position müssen wir erstmal mit die Mitte finden irgendwie. So, ist gut. Perfekt, jetzt haben wir auch nirgendwo noch irgendwas dran stehen, was nicht dahin gehört, ne? Toyota, ja gut, wir haben jetzt halt Need for Speed drauf. Das heißt, können ja trotzdem Toyota sein, aber Need for Speed Schriftzug ist ja in Ordnung. Das passt ja soweit. Sehr schön. Also irgendwie hat die Karre was, finde ich irgendwie geil.
Finde ich, hat was. Also ich finde, kann man so machen. So, Nitrofarbe. Ich sag mal so, rosa haben wir zu Genüge noch rumfliegen. Rosa Qualm auch noch. Rosa Nitro haben wir auch noch, sogar blinkend. Luftfahrwerk habe ich noch eins rumliegen. Ja, gut, das brauchen wir nicht, sehr egal. Und da brauchen wir auch nicht, sehr gut. Alter. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal raus, liebe Leute, weil wir müssen ja gucken, wie sieht der Type R denn aus, wenn man ihn jetzt auf Luft ablässt, ne? Weil, wie gesagt, ich habe ihn echt noch keinen gesehen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die for Speed das löst. Hat auf jeden Fall was, ne? Boah, Alter, ich finde das Ding schon geil. Ja, natürlich jetzt keine Leistung, weil wir nichts gemacht haben. Aber ich würde mal sagen, ich drücke mal den Knopf und dann gucken wir mal. Boah, Alter, mit den Kotflügeln ist das ja mal so was von schön gefittet, ey. Boah, guck mal, wo die liegen. Boah, Alter, das ist schon mal dezent fett, ey. Die Tiefe mit dem Schwert auch vorne. Ich bin gerade ein bisschen verliebt. Ich feiere die Karre gerade richtig hardcore, muss ich sagen. Also den Type R im Underground 1 zu sein, muss ich sagen, hat was, oder? Ich finde das Ding geil. Ich finde das Ding geil. Also das Bodykit, muss ich sagen, es gibt jetzt nicht super viele Teile für das Auto, was leider ein bisschen schade ist. Also es hätte noch gerne mehr Teile geben können. Aber die Teile, die es gibt, finde ich, sind optisch echt sexy soweit. Die Breite ist halt echt brutal geworden. Wie breit das Scheißding geworden ist. Dann ist ja die Stoßstange vorne, gibt dem Ding halt nochmal so einen aggressiven Look. Also auf jeden Fall Empfehlung wert, holt euch den Type R im Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Und ich würde sagen, wir sind raus für dieses kleine Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Need for Speed Payback wieder. Bis dann. Tschö, tschö.